Beichtstuhl? Eine Halterung? Die Schnitzerei zeigte einen Bettelmönch mit auffallend leeren Händen. Aber irgendetwas fehlte. Würde zum Beispiel. Aber auch noch etwas anderes. Okay, dann betreten wir mal den Beichtstuhl. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Ja, so, können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Nein, dann komm mal wieder raus. Und wir haben, glaube ich, da was für ihn. Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Ja, man kann ja auch wild drauf... Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Na, was soll's. Okay, da war eine geheime Tür. Das Kreuz wackelt ganz schön gefährlich. Das Kreuz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lilly überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Frank? Was? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Bohren. Die Tempelritter. Egal, was du sagst. Ich weiß ein besseres Thema. Tempelritter. Sie durchstreiften die Welt vor Unzeiten. Mehr noch. Sie waren überhaupt erst diejenigen, die Zeiten zu Unzeiten machten. Und den ganzen Tag taten sie kaum etwas anderes, als Kirchenverschwörungen zu planen. Manchmal bereits zum Frühstück. Zwischen Nutella und Kaffeehaag. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimme. Und das okay, ist das hätten wir schon. Das mit dem Kreuz dürfen wir ihm anscheinend nicht erzählen. Aber hier ist noch eine geheime Beichtstuhltür. Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Eine Abhörkammer. Okay, mehr können wir nicht machen. Ein Brett? Da ist ein Brett. Auf den ersten Blick sah das Brett zwar nicht besonders spannend aus, aber Lilly hatte gelernt, sich mit wenig zu begnügen. Wenn die anderen Kinder zu Weihnachten ihre Geschenke auspackten, konnte sie sich auch an einer heruntergefallenen Tannennadel erfreuen. No. Dann nehmen wir mal das Brett mit, machen hier die Tür wieder zu, damit es nicht auffällt. Und haben jetzt ein Brett. So. Wo könnten jetzt die Jungs sein, damit wir der Oberen helfen können? Sind sie vielleicht zum Brunnen gegangen? Ah, da ist ja einer. Der Shawnee. Shawnee war gemein. Erst hatte er Lilly das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lilly dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Nein. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Aber ich brauch doch mein Rezept zurück. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha.
Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Aber... Na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Wir müssen ihn also beeindrucken. Aber trotzdem, du bist gemein. Oh, bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Ja. Du bist so eine Heulsuse. Ja, ein Verbot, weil ich glaube nicht, dass wir Spinnnetze anzünden dürfen. Generell, man sollte auch nicht mit Feuer spielen, aber das lassen wir mal kurz außen vor. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Oh nein. Ja, beeindrucken müssen wir ihn. Reicht das dann nicht als kleine Warnung? Nein? Vielleicht kann uns ja Edna helfen. Ach nee, Edna war ja im Schlafsaal. Haben wir hier unten noch was? Na? Geh rein. Nee, hier unten. Der Ofen war auch leer. Was? Was machst du denn im Ofen, bitte? Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder. Der Ofen war ja auch aus. Schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. La 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 la. Der Untergang ist nah. La 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 la. Verdammt bin ich. Verdammt bist du. Du. Apokalypse Now. La 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 la. Der Untergang ist nah. Schön, dass er mitmacht. Gefahr? Na, vielleicht kann Ernst bei dem Rezept helfen, dass wir es wiederbekommen. Verschwinde endlich, bevor mich noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Aber wovor hat er genau Angst? Vom Doktor? Nee. Aber psst. Sonst hört dich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Ein Bombeneinschlag, also. Aber... Von was für einer Gefahr sprichst du eigentlich? Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich.
Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Ja, das merken wir jetzt so. Okay, machen wir mal ihm die Tür wieder zu. Und gucken weiter, was wir noch machen können. Ich brauche das Rezept wieder, verdammt. War hier noch irgendwas? Ah, der Sprengzünder. Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Vollkommen intakt und... ich glaube, den... können wir vielleicht damit den Shawnee überzeugen, dass er uns das Rezept wiedergibt? Zum Brunnen. Komm, komm, da, Brunnen. Hey, ich spiele mit dem Sprengzünder. Gucke mal, ich habe was... Inventar. Wo bist du? Hallo? So, da bist du. Gucke mal, Shawnee. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Och, Mann. Okay, ich geh mal wieder ins Kloster. Wo ist denn der andere zum Klosterflur? Wie können wir ihn beeindrucken? Ja, warst du? Ah, du bist ja Kapu. Kapu war der netteste Junge der Klosterschule. Lilly mochte ihn so gerne, dass sie sogar ihre Kakerlake nach ihm benannt hatte. Dabei fiel ihr ein, dass sie schon seit Wochen Löcher in die Dose stechen wollte. Oh. Die arme Kakerlake. Lilly, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shawnee. Er ist ein Idiot. Ich finde dich toll, genau so wie du bist. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. No. Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mach mir Sorgen um dich, weißt du? Wie süß. Zur Sammlung? Zur Sammlung? Oh, ist das nicht süß. Junge Liebe. Hier sieht das ja auch sehr interessant aus. Hast du nicht... Es bewegt sich. Was ist da? Ein Meerschweinchenglas. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Kann man dich mitnehmen? Ja, was ist dahinter? Okay, Regalplatz. In dem Regal gab es 3 leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht.